und Action! Cut! Etage TV! Was macht denn ein Tierpfleger so? Ein Tierpfleger tut täglich bei den Tieren putzen. Dann tut man, wenn man fertig geputzt hat, die Futterschüssel einsammeln und putzt die auch. Danach tut man das Futter zuschneiden und bringt es den Tieren frisch, dass sie jeden Tag was Frisches zu essen haben. Was machen die Tiere, wenn sie ausbrechen? Dann laufen sie oder kriechen sie, je nachdem was ist, im Tiergarten rum. Aber bis jetzt ist das nicht so wirklich vorgekommen. Außer mal die Esel, aber die laufen dann hinten auf der Wiese rum und grasen, dann können wir die auch ganz leicht wieder einfangen. Hallo, ich bin die Lisa und stehe hier vom Eselgehege. Im Vergleich zum Hauspferd sind die Hufe des Esels an den steinigen, unebenen Untergrund angepasst. Beim afrikanischen Esel sind die Schultern 110 bis 140 cm hoch. Wenn ein Esel die Ohren angelegt hat, ist es meistens so, dass der Esel wütend ist. Die Esel gehören zur Gattung der Pferde und damit verabschiede ich mich wieder. Wie ist es denn als Tierpfleger so zu sein? Ja, also für mich gibt es nichts Schöneres. Also es ist halt, man hat halt viel mit Tieren zu tun, auch mit Menschen. Die Boa ist eine Vogelschlange und gehört zu den Reptilien. Sie ist eine Unterfamilie der Riesenschlangen. Die Boa constrictor heißt auch Abgott- oder Gatterschlange. Sie wird 3 bis 4 Meter lang und wiegt bis zu 60 Kilo. Sie ernährt sich hauptsächlich von Vögeln und Säugern. Ihre Heimat liegt in Mittel- und Südamerika. Man schätzt, dass die Boas 40 bis 50 Jahre leben. Ich stelle euch die Zwergmangusten Betty und Joe aus dem Ulmer Tierpark vor. Sie werden auch Zwergmungo genannt. Ihr wissenschaftlicher Name ist Hellogale. Es ist ein katzenartiges Raubtier mit grau-braunem Fell. Zwergmangusten sind tagaktiv und ernähren sich von Insekten, Kleintieren und Vogeleiern. Ihre Kopfrumpflänge beträgt 19 bis 27 cm, die Schwanzlänge 15 bis 18 cm. Sie wiegen 200 bis 400 Gramm und werden bis 12 Jahre alt. Ihr Lebensraum im Süden und Osten Afrikas, neben Savannen können sie auch Wälder und Halbwüsten bewohnen. Im Gebirge leben sie bis auf Höhen von 1800 Metern. Sie schlafen in Erdhöhlen, Felsspalten und Termitenhügeln, leben in Gruppen von 10 bis 12 Tieren und werden von einem dominanten Weibchen angeführt. Die Gruppe löst sich nach dem Tod des dominanten Weibchens auf. Nur das Alpha-Paar bringt Junge zur Welt. Der Nachwuchs wird auch Nesthocker genannt. Der Nachwuchs anderer Paare wird getötet.
Zwergmangusten sind mit spätestens 3 Jahren geschlechtsreif. Ihre Tragezeit beträgt ca. 50 Tage. Die Wurfgröße beträgt 3 bis 6 Jungtiere. Wie guckst du, wenn dein Lieblingstier gestorben ist? Ja, das ist eine gute Frage. Bis jetzt ist noch keins gestorben. Ich möchte euch heute die Kapuzineraffen vorstellen. Kapuzineraffen gehören zu den Neuwelttieren und kommen aus Amerika. Dort leben sie im Wald. Kapuzineraffen fressen so ziemlich alles. Sie leben in Gruppen von 8 bis 30 Tieren. Ihre Namen verdanken sie der Färbung, der den Kutten des Ordens der Kapuziner ähneln soll. Kapuzineraffen sind tagaktiv. In freier Natur können sie 15 bis 25 Jahre alt werden. In Gefangenschaft 50 Jahre alt. Sie zählen zu den intelligentesten Neuweltaffen. Alle 2 Jahre bekommt das Weibchen ein Jungtier, das sich erst an den Bauch seiner Mutter klammert, dann an ihrem Rücken. Nach 1 Jahr werden sie selbstständig. Hallo, ich erzähle euch heute etwas von den Gibbons. Sie kommen aus Südostasien und leben im Regenwald auf Bäumen. Sie sind kleine Menschenaffen und fressen hauptsächlich Pflanzen, selten Fleisch. Gibbons können bis zu 25 Jahre alt werden. Das Besondere an ihnen sind die langen Arme, die länger sind als die Beine. Mit ihnen können die Gibbons als einzigste Affenart sich an den Bäumen schwingend hangeln. Mit einem Schwung legen sie 3 Meter zurück. Die Gibbons leben wie wir Menschen mit einem Partner ein Leben lang zusammen. Sie verjagen Feinde mit ihrem sehr, sehr lauten Gebrüll. Sie bekommen alle paar Jahre ein Kind, das sich 1,5 bis 2 Jahre an der Mutter festklammert. Hiermit verabschiede ich mich. Hallo, heute möchte ich euch etwas über Klammeraffen erzählen. Die Klammeraffen leben in der Freiheit im südlichen Mexiko, in Bolivien und im mittleren Brasilien. Die Klammeraffen leben in Gruppen von 12 bis 35 Tieren zusammen in der Wildnis. Sie teilen sich nur am Morgen in kleinere Gruppen auf, die dann von 2 bis 5 Affen bestehen. Und dann können sie zusammen jagen und sammeln und dann den restlichen Tag ausruhen. Alle 2 bis 4 Jahre können sie ein Junges bekommen. Die Klammeraffen haben ein ganz besonderes Körperteil gut ausgebildet. Das ist der Schwanz. Mit dem können sie super klettern. Die Klammeraffen sind fast die besten Kletterer in den Bäumen. Sie sind tagaktive Säuger. Die Klammeraffen können auch gut mit dem Schwanz sich festhalten und dadurch auch besser klettern als alle anderen. Sie haben nämlich eine 5. Hand sozusagen. Die Klammeraffen werden gejagt, weil manche Jäger ihr Fleisch verkaufen wollen. Was ist dann das Wichtigste bei der Ausbildung, was man lernen musste? Das Wichtigste, was man lernen muss, ist, wie man richtig mit den Tieren umgeht, wie man sie richtig versorgt mit dem richtigen Futter. Wenn man das falsche Futter den Tieren gibt, dann werden die schneller krank oder können auch Deformierungen haben, gerade Schildkröten, da kommt es sehr häufig vor, dass der Panzer eventuell zu klein bleibt und die Tiere trotzdem wachsen, dann können die sie nicht mehr zurückziehen. Dann muss man auch wissen, wie man Tiere möglichst behutsam einfängt oder sie richtig mit medizinischen Medikamenten versorgt, zum Beispiel wenn sie Parasiten haben oder so. Hallo, ich heiße Matthias und stehe hier vor dem Leguan-Gehege. Daraus möchte ich euch heute den grünen Leguan vorstellen. In der Wissenschaft wird der Iguana Iguana genannt. Der Leguan wird 45 cm groß. Während da den Schwanz noch dazu rechnet, wird er bis zu 2,20 m groß. Die meisten Exemplare werden aber nur 1,50 m. Er wiegt 2,6 kg, die Weibchen nur 2,2 kg. Das größte je gefundene Exemplar war 2,3 Meter lang und wog 10,5 kg.
Der grüne Leguan lebt in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika. Dort wohnt er die meiste Zeit auf Bäumen und Ästen. Wenn er vor einem Feind flüchten muss, springt er dann von seinem Baum in den nächstgelegenen See oder Fluss, um dort vor ihm wegzuschwimmen. Denn er ist ein sehr guter Schwimmer. Seine Farbe ist grün oder graugrün. Manche Exemplare haben auch eine bräunliche Färbung. Der Leguan legt 30 bis 45 Eier, die er dann in einer Höhle lässt, bis sie ausschlüpfen. Er wird in Gefangenschaft 10 bis 17 Jahre alt. Es wurde aber auch schon von Tieren berichtet, die 25 Jahre alt wurden. Der grüne Leguan wird außerdem auch grünes Hähnchen genannt, da der Geschmack seines Fleisches entfernt an Hähnchen erinnert. Und damit verabschiede ich mich wieder. Das ist halt anders, denn das ist jetzt nicht so eine Bindung wie wenn man jetzt ein Haustier hat, wo du jeden Tag auch damit spielen kannst. Mit Schlangen kann man ja nicht wirklich spielen, die geht nur mal raus. Und ja, dann hat man sie halt mal kurz Zeit oder bringt sie halt Besuchern zum Zeigen. Aber wenn da zum wirklich eine stirbt, muss man halt damit leben, weil es ist hier in dem Beruf eigentlich gang und gäbe, dass Tiere sterben und neue kommen. Wenn mal ein Gifttier wirklich rauskommt, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir die Besucher in Sicherheit bringen. Und wir müssen aber auch gleichzeitig darauf achten, dass das Tier nicht ins Tropenhaus kriechen kann, weil wenn es dort reinkommt, wird es sehr schwer, das Tier zu finden. Dann rufen wir auch die Kollegen möglichst gleichzeitig noch über unsere Funkgeräte. Und dann schauen wir, dass wir das Tier wieder behutsam einfangen. Dann danke fürs Interview. Viel Spaß noch. Ihr wissenschaftlicher Name ist Hellogale. In freier Natur. Mein Namen nennen. Am Morgen teilt sich dann die Tiere auf 2 bis 5 groß, 5 Tiere immer zusammen auf und gehen zur Futtersuche. Die Esel, also mit dem D. Die Esel gar nicht sagen. Der Leguan lebt. Wenn. Fertig. Besonders ist an den Gibbons, dass die Arme länger sind als die Beine. Sie. Im Vergleich zum Hauspferd sind die. Ihre Tragezeit beträgt ca. 50 Tage. Nach einem Jahr werden sie selbstständig. Sie verjagen Feinde mit ihrem sehr, sehr lauten Gebrüll. Und bis zu 9 Gramm schwer, Kilogramm schwer werden. Oh nein, oh nein. Neben Savannen können sie auch Wälder, Halbwüsten und bewohnen. Ihre Namen verdanken sie der Färbung des den Kutten. Tschüss. Hat es was gefehlt? Im Vergleich zum Esel? Man schätzt, dass die Boas 40 bis 50 Jahre leben. Schluss.